Auferstehung heißt für mich, dass diese sichtbare Welt hier nicht alles ist, sondern dass es noch mehr gibt und Leben auch nach dem Tod gibt. Auferstehung begegnet mir jeden Sonntag im Gottesdienst, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, verbunden mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Der Garten wirkt am Ende des Winters wie tot. Unwahrscheinlich, dass da noch mal was kommt, aber wie schön ist es, wenn die ersten grünen Spitzen sich zeigen. Da begegnet mir so etwas wie Auferstehung. Abends heimkommen und irgendwie total kaputt sein und denken, also jetzt irgendwie geht jetzt gar nichts mehr. Und dann ist plötzlich doch irgendwo wieder Energie und auch Kraft da. Und ich denke mir, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass ich das jetzt habe. Als Auferstehungskraft spüre ich in mir eine ganz große Hoffnung und Vertrauen, dass bei allen Kreuzeserfahrungen Gott mich immer wieder ins Leben bringt. Und das jeden Tag möglich und ganz am Ende des Lebens, dafür hoffe ich das natürlich auch. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.